Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen wieder Total War Britannia. Und wieder mit König Eirik. Wie hießen sie, die südlichen Inseln? Suderea. So, ja, wir belagern Edinburgh. So, das interessiert uns nicht. Die sind ja tot. Und wir haben professionelle Speerkämpfer entwickelt. So, bessere Speerkämpfer. Find ich gar nicht mal so undoof. Machen wir mal. So, dann haben wir das. Die Krieger sind bereit. Kithil, wie lange brauchst du noch? Massakriert sie. Ja, das klingt gut. Ja, allerdings. Besetzen. Einverstanden. So, mal kurz gucken. Minus 1. Ist genau da, ja. Dann bauen wir das um. Bauen die Abtei. Genau wie da sind die Leute ebenfalls unglücklich. Und auch da kommt ein kleines Priorat. Klein, aber bedeutend. Ein vertraulicher Ort für das Gebet. Ah. Solange alle glücklich sind, sollen sie beten, wie sie wollen. Ist mir West. So, Stratklut. Wird immer kleiner, gefällt mir. Die sollen verrecken. Sie sollen verrecken, genau. Ihre Nachkommen. Ach komm, mach mal. Er hat zwar nicht viel, aber... Zwei Bogenschützen, ein Plänkler, also hier drei Fernkampfeinheiten. Ich würde sagen, eine gute Nahkampfeinheit. Er hat selber einen Speerkämpfer. Garnisonsarmee von Stratklut. Ach so, ist halt nichts Besonderes. Okay. Sollte eigentlich machbar sein. Ach, jetzt haben wir aber nur einen Rambock. Also wir sind ja in der Überzahl. Eigentlich könnten wir ja mit König Eirik hier mal ein bisschen experimentieren. Meine Idee ist gerade, den weiten Weg, diese hier, machen wir mit dem Belagerungsturm, greifen wir an. Und dass die Torleute da angreifen, ich weiß nicht, wenn überhaupt welche sind. Meine Hauptarmee stelle ich auf diese Seite. Und die Plänker, also diese tolle Kavallerie, die ich so lieb gewonnen habe, die lasse ich erstmal hier im Wald. Falls sie doch es schaffen, dieses Tor zu öffnen, dann können die da durchreiten. Ansonsten rammen wir das hier auf. Weil er hat nicht genug Leute, um zwei Mauern zu verteidigen. Das müsste eigentlich gut machbar sein. So. Nebel, ja, warten. Nebel. Ne, wir nehmen Webel. Treffen unsere Bogenschützen auch nicht, aber. Oder hier die Hauptarmee und von der Seite in Rambock. Da haben wir ein Türmchen. Ah, hier sind auch zwei. Zwei. Drei, sagen wir, die uns auf die Nase hauen. 1, 2, 3, auch nimmt sich nichts. Vielleicht sogar da 4. Und die haben überhaupt keine Deckung. Dann machen wir das doch anders. Kriegt die Infanterie halt den langen Weg. Mir gefällt mir der Plan nicht, aber na gut, lassen wir es mal so. Upsala. Kavallerie! Ihr sollt. Ja, Kavallerie. Ey, nennt euch nicht Kavallerie. Echt nicht. Nennt euch Plänker oder Kundschafter. Axtkämpfer. Aber bitte nicht Kavallerie. Schlachtbefehl! Weil ich finde, ihr habt nicht
Ihr, ja, ihr habt nicht das Wort Kavallerie verdient. Also entweder stelle ich mich mit diesen hier Leuten dusselig an oder die sind halt dusselig. Wenn jemand anderer Meinung ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde die nicht toll. Das Gefecht wartet. Wie gesagt, bei Total War, Warhammer, Wurftkönige, die hatten auch wunderbar funktioniert. Ich meine, wenn die Nahkampfeinheiten von der Kavallerie zu nah dran sind, okay, dann kommt zwar in den Nahkampf, aber bei dem passiert es mir ja immer irgendwie. Speerkämpfer! So, was ich auch immer falsch mache. Wir packen. Und Beute. Dann müssen es hier eben mal drei aushalten. Ich wollte mal diesmal nicht alle so weit wegpacken. Zur Schlacht bereit. So, Bogenschützen. Ja, die hebe ich hier nochmal auf. Die kannst du nochmal rausgehen. Speerkämpfer! Du bist mir zu schwach, du bist Reserve. Ruhm und Beute. Hier lasse ich auch nochmal welche in den Wald stehen. Na wohl, so steht mir, ist natürlich doof. Alle getarnt, okay. Haben wir hier. Ist der gute Rest. Kann mit leben. So, anfangen. Beschützt im Kampf stets euren General. Pause. Sein? Ja. Nerv nicht mit meinem General. So, was haben wir denn hier Schönes? Speerwerfer. Bogenschützen. Und Axtinfanterie. Er hat's aufgeteilt. Hier sehen wir gerade zwei. Schwertkämpfer, Schwertkämpfer. Gut, also es ist schon mal unwahrscheinlich, dass wir dieses Tor hier einnehmen. Ich glaube, der hatte 6 oder 7 Einheiten. Wir sehen gerade 5. Spulen wir mal ein bisschen vor. Hier geht auch mal ein bisschen vor. Komm, Bogenschützen. Baut sie um. So, die Türme brauchen noch. Da ist eine nächste Einheit. Das ist bestimmt sein General. Nee, auch eine Infanterieeinheit. General ist da hinten. Okay, dann haben wir, glaube ich, alle aufgedeckt. Vielleicht ist hier noch eine im Hintergrund. Die wir gerade nicht sehen. Unser Rambok wird ganz schön... ganz schön unschön. Keine Gefangenen. Ich will nicht sterben. Schießt auf sie. Ich will auch nicht sterben. Bogenschützen voraus. So. Von Odin auserwählt. Lösen. Und. Wie ihr sagt. Nein, was mache ich denn? Ach. Seht das Tempo an. Ach, alt linke Maustaste, nicht rechte. Verdammt. Die Männer im Kampf verlässt langsam der Mut und sie fliehen. Fuck. Ihr müsst versuchen, die feindlichen Streitkräfte zu schlagen, ehe sie dasselbe mit euch tun. Das haben wir gar nicht gehabt. Wir sind in der Axtkämpfer. Belagerungsmaschinen heranbringen. Feindliches Feuer. Ich wurde getroffen. Speerkämpfer. Das Gefecht wartet. Rammt das Tor auf, Männer. So. Schalten die Männer um. Wurden besiegt. Sie verlassen das Schlachtfeld. Sieht da hinten auch nicht gut aus. Das gibt's nicht echt. Das war doof. Tempo steigern, Männer! Bogenschützen! Aufteilen war, glaube ich, keine gute Idee. Augen auf, Geschütze! Na los, macht sie platt da. Maschinen in Position! Speerkämpfer! Sie sollen verrecken! Sie sind hier drüben! Haben den Feind entdeckt! Die
feindlichen Tore wurden zerstört. Hervorragend. Dann. Zur Schlacht bereit. Macht sie nieder. Sie sollen verrecken. Ich liebe es. Sie sollen verrecken. So. Nimm mal lieber das Tor ein da. Kommt hier endlich mal in den Nahkampf? Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja, kein Problem. So. Er nimmt ein. Wieso dahin? Wir haben doch das Tor eingenommen. Wo müssen wir es auch noch kaputt machen, obwohl wir es eingenommen haben? Zur Schlacht bereit. Unser General wird angegriffen. Seht ihr, sie fliehen vor unserer Macht. So, Bogenschützen halt. Wie ihr sagt, macht sie nieder. Geh mal kurz zur Seite. Können wir die Leute irgendwie aufmuntern? Nee. So, hier von mir. Ach, das sind auch Bogenschütze. Schätzchen. Der feindliche Turm wurde zerstört. Kavallerie. Endlich. Ja, dann machen wir die Kavallerie. Jagd. So, Schwertkämpfer. Positionieren wir schon mal hier. Könnt den Turm einnehmen. Die Schlacht. Vielleicht nochmal von hinten eine Salve. Tod von oben. Überrennt sie. Na, noch eine Salve, dann würde ich das wieder ausschalten. Zerschlagt sie. Na komm, wir haben was Besseres zu tun. Legt euch mit dem König an. Ich erlaube euch, weiter auf sie zu schießen. Ach, hier brennt schon wieder was Schönes. Ah, ich glaube, die Kavallerie hier. Ich sage schon selber Kavallerie. Geht mir in den Nahkampf. Ah, ist auch nur noch einer. Wow, wie lange braucht man denn, um einen zu töten? Naja. Dann schießt er schon mal auf die da. Genau, ihr dürft Spaß haben und Zielübungen machen. Und wir spulen weiter vor. Woher die Kavallerie? Ah, das war schlecht. So, ihr auch. Zack. Machen wir das mal im Vollspeed hier. Die machen da wieder ein Ende. Setzt sie! Oh, sie geben auf. Sie schießen auf uns!
Geh doch mal weg mit deinem Text da. Ach, ich liebe es, wenn von hinten die Bogenschützen kommen. Na gut. Hat irgendwie nicht so gut funktioniert, wie ich es dachte. Eieiei, zwei Axtkämpfer, gute Einheiten. Ich meine, hier die hier haben wir natürlich... Der hat null, aber natürlich viele Einheiten verloren. Nur gekillt, aber der alleine 243 Männer. Oh, die Speerkämpfer waren auch nicht schlecht mit 174. Und die Schwertkämpfer mit 100 ist auch gut. Ja. Ich bin... Ja, enttäuscht bin ich nicht, aber... Jetzt haben wir natürlich da... zwei Einheiten auf jeden Fall, die erstmal sich erholen müssen. Ja, und die anderen zwei Roten sind jetzt auch, gefallen mir auch nicht so. So, besetzen. Oh, befreien. Dann haben wir einen Vasal. Aber der kann dann wieder von den anders angegriffen werden. Da habe ich keine Lust zu. Wir besetzen. So, dann haben wir die schon eingenommen. Unsere Feinde sollen untergehen. Richtig, unsere Feinde sollen untergehen. So. Das gehört nicht mir, oder? Haben wir überhaupt einen dafür? Ein Prediger. Der Geld kostet. Ah, der kostet auch 475, na komm. Für den Grundbesitzer aber nicht gerafft. Das muss ich mir echt mal merken und mal irgendwie nachschlagen. Ob ich hier noch irgendwie Grundbesitzer verteilen kann? So. Was haben wir noch? Ah, wir können einiges reparieren. Ja. Und dann waren es nur noch 1, 2, 3, 5 Ländereien von Stratklut. Und die haben es auch schon wieder eingenommen von Stratklut. Ich hoffe, dass es hier auch keine Armee mehr gibt von Stratklut, was sie auch ausgelöscht haben. So, oh, dann sind wir schon durch. Ja, die Schlacht um Eidenburg, da bin ich nicht so ganz zufrieden. Irgendwie hatte ich mir das im Kopf besser vorgestellt. Und auf der einen Seite nur ein Rambock, wenn da dann noch ein, zwei Belagerungstürme gehabt, dann hätte sich das gegnerische Feuer wahrscheinlich verteilt. Und die wäre mit einem Rambock rangekommen. Ich hätte vielleicht noch eine Runde ja, Belagerungsgeräte beschaffen sollen. Mit mindestens noch vielleicht für die andere Seite in Ramburg und nochmal ein, zwei Belagerungstürme. Ich glaube, dann wäre das nämlich so aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber so konnten sie halt das Feuer konzentrieren auf eine Einheit. Feindliches Blut wird fließen. Sehe ich das gerade richtig? Ihr seid alle aufgestiegen? Oder? Oh ja. Das kostet. Aber hey. Was soll's? Sogar die Bogenschützen kann ich verbessern. Und die Kavallerie. Entschuldigung, Kavallerie, Kundschafter. Ich habe kein Geld, um die alle zu verbessern. Eigentlich müsste ich auch so, wie meine Armee ist, gleich straight weiter. Aber es ist jetzt Herbst.
Warten wir dann eine Runde? Wir schwören treuen Dienst. Ja, will der eine machen, ja. Marschieren! Ach, machen wir. Damit er ja keine Chance hat, eine Armee aufzubauen. Nahrung. Ich liebe Nahrungsproduktion. Ah, oder war das wegen der Schmiede, dass man ihn da verbessern kann? Zahle nämlich auch alles eine Rüstung aus. Hm. Na gut, sehen wir ja gleich, wenn wir die Stadt eingenommen haben, ob wir da weitermachen können. Aber mit ihm würde ich noch warten. Ich weiß nicht, ob der schafft es in zwei Runden. Greift an! Kann natürlich sein, dass wir so weit, so schnell wie wir gerade nach vorne laufen, dass natürlich irgendwo dann irgendwie wieder wer rebellieren könnte. Das natürlich. Und den lasse ich nochmal, falls von oben doch noch eine Armee kommt. Ah, hier. Ich hab's, ich glaube, im letzten Video oder im vorletzten schon erwähnt, ein Hin und Her. Ich sehe leider nicht von Orkne, ja, wo die ihre Armee haben, und die haben wahrscheinlich das wieder eingenommen und hier sind sie wieder hin. Das ist, also, das ist wieder das Problem, da es ja keine Garnison auch in den kleineren Gegenden gibt. Ich meine, das mag ja historisch korrekt sein, dass halt so ein kleines Kuhkaff keine Männer stellen kann, aber da sterben doch trotzdem Leute, wenn da überfallen werden. Da gibt's, weiß nicht, wenn da 100 Krieger überfallen, vielleicht gibt's da ja Verteidigen, das 10. Haben vielleicht einen erhöhten Vorteil oder sind sie in einem Turm. Vielleicht töten sie erstmal 20 Leute, die hier herankommen. Werden natürlich selbst geschlachtet, aber naja. Ist ja egal. Auf jeden Fall muss ich sagen, haben sie jetzt, wo ich es auch länger spiele, man merkt einfach, es ist irgendwie vereinfacht. Ich habe jetzt auch gelesen, es soll demnächst ein Patch rauskommen, was die KI noch ein bisschen stärker macht. Oder sagen wir mal verbessert. Da soll sie wohl anspruchsvoller werden, was die Schlachten angeht. Und Nahrung soll weniger werden. Und man soll weniger Geld erhalten. Und Korruption soll gestiegen werden. Wenn ich am Anfang hier mit dieser, mit den Sudera, oh, wie hießen die nochmal? Sudrea. Da habe ich ja echt Nahrungsprobleme gehabt. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele Soldaten gekauft. Das kann auch sein. Nahrung und Geld hatte ich ja eigentlich. Das war sehr wenig. Mittlerweile geht's, weil wir halt viel erobert haben. Aber wir haben auch quasi drei Armeen. Auch wenn sie jetzt nicht volle Mannzahl haben oder Einheitenzahl. Aber wir haben drei und die kosten. Ich bin mal gespannt, was mit dem neuen Update passiert. Gleich zum neuen Update fange ich auf jeden Fall mal eine neue Fraktion an. Und es wird wahrscheinlich Wessex sein. Verlasst oder? Euch auf uns. Ah. Also, ich ist noch ein bisschen hin, glaube ich, bis zum Update. Also, wenn jemand Bock hat, was anderes zu sehen, außer Wikinger. Also, Wessex würde ich vielleicht spielen, oder Westsachsen, Mercien, weil die ja überall rundum Probleme haben, dürfte auch sehr schwer werden. Northumbria, das sind ja auch Wikinger, die könnte ich nochmal anstarten. Oder hier rechts waren die Angelsachsen. Also wenn jemand die Videos guckt und auch Spaß dran hat und gerne eine von den vielen Fraktionen sehen möchte, dann schreibt es mir einfach. Also, ich würde, also eins von den vielen spiele ich auf jeden Fall nochmal. Vielleicht auch nochmal das eine oder andere für mich privat, aber wenn jemand etwa eins von den vier Fraktionen sehen möchte, einfach in die Kommentare und dann spiele ich das halt. So, dann war das mit dem Herbst. Mal gucken, was sie hier machen, Stratklut. Er hat eine Einheit. Was will der groß machen? Viel Nahrung könnte der auch nicht mehr haben, weil er hat ja noch kaum Ländereien, die Nahrung produzieren könnten. Gucken wir mal. Was mich auch interessieren würde, wenn man jetzt, wie er jetzt, gehen wir mal von aus, es kommt jetzt ein harter Winter. Und der kommt in Minusnahrung, also in zu wenig Nahrung einfach. Rebellieren dann die Leute? Oh,
Expedition, der Westen wartet. Die Überfahrt war stürmisch, doch eure Expedition hat sich bis zum... Was? Bis zu den vielen mannigfaltigen Ländern des Südens durchgeschlagen. Sollen sie hier an Land gehen oder entweder übers Meer oder flussaufwärts nach Süden segeln? Nach Hause schicken? Was kriege ich denn? Gratisarmee? Westlicher Flussweg, südlicher Flussweg. Ehre erwartet uns. Ah. Wir haben die nach Süden geschickt. Ich weiß bloß nicht, Süden Frankreich oder Süden Richtung Spanien? Oder doch nur auf dieser Map mit, Ach, sagen wir. Ja, westlich. Ach, wir schicken sie mal weiter. Meine Fertigkeiten wurden verstärkt. Meine Fertigkeiten wurden verstärkt, sagt der Rautfeld. Also ist eigentlich nur ein Statthalter. Lokale Nahrungsproduktion mag ich auch. Ach, gehen wir auf die Nahrung. So. Dann sind die in der Ecke immer noch sauer. Ich hoffe mal, das gibt sich ein bisschen, wenn die Abtei fertig ist. Ach so, man könnte das noch weiter ausbauen. Kupfer. Kupfer. Bringt aber Geld. Ich sag mal, dann müssen sie durch. So, da wird gefroren. Ach, geht auf die See. Oh, das ist natürlich auch blöd. Naja. Wir gehen erstmal ins Warme. Massakriert sie! Ja, genau. Uns ist kalt, schneidet die Menschen auf und legt euch rein, wie so ein Tauntaun. So, nee, wir können hier weiter aufrüsten. Wir rüsten jetzt mal unsere schwere Kavallerie auf. Von dem Icon ändert sich nichts. Nahkampffähigkeit ist ein bisschen besser. Moral und Tuck. Reichweite bleibt, Geschossschaden bleibt, Genauigkeit um 2 zugenommen, Feuerrate um 1. Braucht mich auch nicht um. Naja. Aber das finde ich wirklich cool, dass man hier die Einheiten noch nachträglich aufbessern kann. Ich weiß gar nicht, ob sie das schon mal hatten in dem World of War-Spiel. Unsere Feinde sollen untergehen. So. Ich warte nochmal, gucken wir, ob er weiterreist, vielleicht zu unseren Nachbarn oder ob er doch nochmal zurückkommt. So, und schafft Ketil. Ist auch noch. Bewegt euch. Nein, ab ins Warme. Es ist kalt draußen. Wie befohlen. Wie befohlen. Besetzen. Ohne Verzug. So, und dann haben wir zwei Dörfer oder Siedlungen in einer Runde eingenommen. So, und das ist ihre letzte große Stadt. Dann noch zwei Siedlungen. Dann war's das mit Stratglut. So, nochmal auf die Diplomatiekarte. Und da passiert nichts. Hm. Warum der jetzt auf die See geht? Natürlich hat er keine Chance, aber denkt er sich jetzt, was passiert, wenn er jetzt wegsegelt? Auf dem Meer kann auch nichts passieren. Hm. Also ich würde es natürlich cool finden, wenn jetzt eine Meldung kommt hier. Feindliche Armee von Stratglut ist geflüchtet und zurück nach Norwegen oder sonst wohin gefahren. So, wir können Tribute zahlen. Ja, Tribute von Panem zahlen wir mal für kulturelle Vorteile. Machen wir. So, was haben wir noch? Siedlung verloren. Was? Ach du Scheiße, die greifen an.
Ach du Scheiße, das ist nicht zu knapp. Die fallen mir voll in den Rücken. Mit drei Armeen. Oh, 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 oh. So, das heißt, du, mein Freund. Komm mal hierher. Und du. Müssen wir leider. Das ist ja. Da kommt ja Weihnachten hier vielleicht an. Das ist ja. Wir haben hier nichts. Nichts, nichts, nichts. Können wir hier vielleicht irgendwo was rekrutieren? Alte Kanonenschachtel, du. Armee aufstellen. Akon. Ja, Hakon, tut mir leid. Du bist ein Sohn von König Eirik. Wir brauchen dich. Die Krieger sind bereit. Bald, aber jetzt noch nicht. So. Eirik braucht Krieger. So. Das geht erstmal gut ins Geld. Korn noch übrig. Scheiße. Ketil ist auch so weit weg. Stratklut. Och, ich glaube zwar nicht dran. Sprecht die Wahrheit und strapaziert nicht meine Geduld. Beleidigend. Also, das nehme ich dir übel, mein Freund. So, man hätte da. Der hat lange Runden nichts gemacht, nur auf einmal, zack, sind sie da. Und da habe ich letzte Runde gepennt. Da muss doch hier schon irgendwo am Rand gewesen sein. Verdammt. Sprecht die Wahrheit. Und ich höre zu. Ah, Frieden können wir machen. Ausschweifen. Was bedeutet ausschweifen? Sie halten euer Angebot für ausgesprochen großzügig. Hatten wir nicht mit denen irgendwie konnten? Nee, wir hatten ja Krieg durch die hier. Dublin. Dublin sollte unsere Freunde sein. Ich stehe ja auf klare Linien. Wir können natürlich jetzt gegen den Frieden machen. Dann kriegen wir diese Ländereien wahrscheinlich gar nicht. Die wird sich dann Northumbria schnappen. Definitiv. Definitiv. Aber wir haben hier nicht drei Armeen, alter Schwede. Ja, machen wir, komm. Es wurde zweifellos schon. So. Hier, ihr Vögel. Sprecht ehrlich oder verschwindet unverzüglich. Ups. Beleidigend, auch beleidigt. Dublin. Was haben wir mit denen? Freundschaftserklärung. Mögen die Verhandlungen uns voranbringen. Ich hätte gerne ein militärisches Bündnis. Machst du wahrscheinlich nicht. Beleidigend. Oh. Wir sind beleidigend. Oh. Krieg beitreten gegen. Wäre doch cool. Okay, wir. Wer immer die sind, gegen die kämpfen wir auch. Die sind weit weg. Beleidigend. Oh. Ey, dann leckt mich am allerwertesten. Ja. Sieht sehr scheiße aus. Das ist jetzt wirklich ein Durchstoß.
Ich hab da echt gepennt. Die müssen echt schon am Rand gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier rauskommt und gleich nächste Runde das einnehmen kann. Ich musste hier irgendwie am Rand kommen. Ich kam ja von da. Ich weiß nicht, ob man von da angreifen kann. Aber... Also er hat sich jetzt zu meinem Lieblingsfeind Nummer 1 gemacht. Ich dachte gerade so schön, ach, wir machen Stratklut platt und dann gucken wir uns mal zur nächsten Folge, wen wir als nächstes platt machen. Aber nein, wir kriegen hier schön den Durchstoß. Ich werde den hier nicht halten können. Der wird hier schön einmarschieren. Der kann links hoch, der kann rechts rein und ich bin hier hinten. Ja. Ich guck mal, was ich da mache. Ich mache erstmal einen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gerade sauer. Ein bisschen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.